Herzlich willkommen auf Krone.at und Krone TV zu einem weiteren unserer fast schon legendären Skype-Interviews. Diesmal wieder direkt aus dem Studio. Ist eh höchste Zeit geworden, dass wir das Homeoffice-Zeitalter hinter uns lassen. Ich freue mich sehr, dass heute Langläuferin Theresa Stadlober für uns Zeit findet. Servus, grüß dich. Hallo und danke für die Einladung. Freut mich, dass wir ein Gespräch führen dürfen heute. Mich freut es mindestens genauso, damit ich das gleich deponieren darf. Ich mag gleich mit der uncharmantesten Frage beginnen. Wie beleidigt bist du denn eigentlich auf den Bernhard Tritscher? Der hat dich mit seinem Karriereende ja zur dienstältesten ÖSV-Langläuferin gemacht. Wie hört sich das denn an? Ja, ich bin gar nicht beleidigt. Ja, so alt fühle ich mich noch gar nicht. Also ich fühle mich jetzt nicht als die Älteste. Ja, der Bernie hat wirklich eine super Karriere gehabt und war lange Zeit aktiv und hat den Langlauf jahrelang am Leben gehalten und bin sehr dankbar, was er alles erreicht hat. Und ja, jetzt geht es halt auf mich über. Aber ich freue mich. Also das war wirklich keine Anspielung auf dein Alter. Bitte das nicht falsch zu verstehen. Du bist, das darf man ja eh noch sagen, in deinem Alter ist ja das noch kein Problem. Junge 27, da liegt ja noch die ganze Karriere vor dir. De facto bist du aber die Einzige in der sogenannten Fördergruppe 1, weil offizielle Kader gibt es ja im ÖSV seit Seefeld nicht oder seit diesem Doping-Drama oder dem Doping-Quirks in Seefeld. Ich mag nur einmal ganz kurz noch einmal das Thema Seefeld streifen, dann lag ich dich eh damit in Ruhe. Wie sehr leidet ihr denn immer noch im Langlaufsport unter diesen Imageschäden, die Seefeld angerichtet hat? Ja, es war ja nicht der erste Skandal. Also wir haben schon so viele Skandale hinter uns oder der Langlauf in Österreich. Und die Mannschaft wird immer kleiner. Und wir versuchen, also die Langläufer, die was noch da sind, versuchen jetzt den Langlauf wieder in ein besseres Licht zu rücken. Aber es dauert einfach. Wir haben ganz wenig Nachwuchs. Es ist auch ganz verständlich, welche Eltern würden jetzt sagen, ja, kommt zum Langlauf, probiert das aus. Und ja, natürlich auch finanzielle Sicht. Ich bin sehr dankbar, dass der ÖSV uns nicht richtig ausgegliedert hat. Wir werden ja trotzdem noch finanziell vom ÖSV unterstützt und darum kann die Reise weitergehen. Und ich hoffe, dass der Langlauf, ja, oder dass viele Kinder und Jugendliche doch noch das Interesse am Langlauf finden und dass wir irgendwann einmal eine schlagkräftige Mannschaft haben. Siehst du dich eben vor diesem Hintergrund eigentlich auch ein bisschen in der Rolle des Testimonials für den Langlaufsport? Also siehst du es als deine Aufgaben, den jungen Menschen zu sagen oder zu sagen, schaut's her, Langlauf ist ein ganz cooler Sport, betreibt diesen bitte? Ja, ich sehe mich schon also in dieser Position und ich möchte schon ein Vorbild sein, mit gutem Vorbild voranschreiten, dass es echt ein schöner Sport ist. Wir trainieren den ganzen Körper, es ist Bewegung draußen in der Natur, wir sehen so viele schöne Orte, Länder. Der Langlauf ist verletzungsschonend, also es gibt so viele coole Sachen, was der Langlauf mit sich bringt und das möchte ich auch an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Mhm. Apropos Training. Du befindest dich ja de facto mitten in der Vorbereitung auf die WM-Saison 2021. Wie schaut das Training aktuell konkret aus oder wie schaut so ein durchschnittlicher Tagesablauf bei dir aus? Ja, ich bin jetzt in der dritten Trainingswoche, also mit der Kalenderwoche 18 geht es immer los. Und am Anfang von der neuen Saison stehen ruhige Grundlagen-Ausdauereinheiten am Programm. Also viel Laufen, viel Radfahren, viel Skirollen, viel Laufen mit Stöcke-Imitation. Also man sieht, das Training bei uns ist sehr vielseitig und umfangreich. Und natürlich auch Kraftkammer zweimal die Woche bleibt auch nicht aus. Aber jetzt ist eher so im Vordergrund einmal wieder in den Rhythmus mit 6 Trainingstagen die Woche, zweimal am Tag trainieren, hinein zu starten. Wie sehr hat Corona deine Trainingspläne durcheinander gewirbelt oder wäre jetzt sowieso Off-Season gewesen und du kannst sowieso alles machen, was du vorgehabt hast? Ja, wir Wintersportler waren sicher in der glücklichen Lage, dass bei uns die ganze Saison durchgeführt worden ist. Also bei uns haben 2 Weltcup-Wochen am Schluss noch gefehlt und der April bei uns ist generell ein Übergangsmonat. Das heißt, da wird ein bisschen noch trainiert, aber auch schon viel Pause gemacht. Jetzt hat es mich gar nicht so betroffen. Ich habe dann eben viel frei gemacht, mich erholt vor der anstrengenden Saison und bin jetzt eben mit der 18. Kalenderwoche Ende April eigentlich da, wo die Sportstätten für uns Sportler schon wieder aufgemacht haben, bin ich wieder in die Saison gestartet und war jetzt für mich eigentlich, ich habe keine Einschränkung durch Corona momentan. Wie verfolgst du es jetzt gar nicht unbedingt ausschließlich als Profisportlerin, sondern vielleicht auch als Bürgerin, dass der Sportbetrieb schon langsam doch wieder hochgefahren wird? Und inwiefern macht es dich zuversichtlich, dass die WM 2021 in Oberstdorf erstens überhaupt stattfinden kann und zweitens möglichst auch mit Zuschauern? Beziehungsweise andersherum gefragt, was macht die Vorstellung mit dir, dass die WM 2021 womöglich ohne Zuschauer über die Bühne gehen kann oder muss?
Also mich freut es, dass wir wieder trainieren dürfen, gerade wir Athleten jetzt, aber mich freut es auch, dass Hobbysportler oder alle Leute eigentlich jetzt sich wieder bewegen dürfen. Der Sport ist doch für viele Ausgleich zum Beruf, eine Freizeitgestaltung und ist einfach immens wichtig, auch für die Jugend. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann wieder Rennen haben mit Zuschauern, weil der Sport einfach durch die Zuschauer lebt und durch die Emotion. Ich meine, wenn man über die Ziellinie läuft und man gewinnt oder ist man am Podium und man wird von tausenden Menschen angejubelt und angeschrien, dann ist das einfach ein ganz anderes Feeling für einen selber, als wie wenn man jetzt vor leeren Rängen da ins Ziel läuft. Und momentan schaut es eher nicht dadurch, also nach dem aus, dass es keine Zuschauer geben wird. Bin froh, wenn es Rennen gibt, aber irgendwann wäre es dann natürlich schön, wenn wieder ja, Menschen kommen dürfen zum Zuschauen. Aber dass die WM stattfindet, das nimmst du einmal so als gegeben oder machst du dir sehr wohl Sorgen um die Zukunft deines Sports? Ja, Sorgen mache ich mir schon. Ich möchte zwar jetzt die Gedanken nicht nur auf das legen, ja, hoffentlich haben wir Rennen, aber die WM ist ja recht spät geplant. Also die wäre ja Ende Februar, Anfang März. Bis dahin glaube ich, dass da schon Lösungen gibt oder vielleicht eben schon ein Impfstoff oder ja, man wird es dann sehen, aber die WM, glaube ich, könnte schon stattfinden. Ich mag ganz kurz dein eigentliches Terrain, nämlich den Spitzensport, verlassen und dich auch nach Corona aus einer anderen Perspektive heraus fragen, weil du ja zumindest einen rechtswissenschaftlichen Background hast. Theresa Stadlober hat ja eine Zeit lang Rechtswissenschaften studiert. Deswegen die Frage, ob es aus diesem Blickwinkel für dich heraus besonders interessant ist, das aktuelle politische Geschehen zu verfolgen, nämlich auch was zum Beispiel so Fragen wie Einschränkung der Persönlichkeitsrechte angeht. Verfolgst du das aus diesem Blickwinkel heraus auch? Bist du irgendwie trotzdem eine Rechtswissenschaftlerin, auch wenn das Studium momentan auf Eis gelegt ist? Also ein bisschen versuche ich schon auch aus dieser Sicht zu sehen, aber mehr sehe ich als normale Bürgerin. Es ist schon eine große Einschränkung, gerade weil man es auch nicht gewohnt ist. Man ist gewohnt, dass man alles machen kann, gerade wir Sportler, dass wir in andere Länder einfach so fahren können, ohne Grenzkontrollen etc. Bist du grundsätzlich ein politikinteressierter Mensch oder ist dein Politikinteresse durch Corona gestiegen? Also ich bin schon interessiert, aber würde sagen, dass durch die Situation jetzt, dass ich noch öfters die Nachrichten verfolge, Zeitung lese, ja. Okay, dann kehren wir zum Abschluss noch einmal zurück zu deinem eigentlichen Metier, nämlich zum Langlaufsport und noch einmal zur Weltmeisterschaft, die hoffentlich 2021 stattfinden kann. Wenn dem so ist, dann hast du dir dafür welche Ziele gesetzt und erwartest du von der Saison, speziell von der EM, von dir selbst was? Ja, ich glaube, das große Ziel für jeden Sportler ist einfach bei Großereignissen einmal um Medaillen mitkämpfen. Ich habe schon ganz gute Ergebnisse gehabt im Weltcup, war auch schon öfters am Podium und ja, wenn die Vorbereitung gut läuft und ich verletzungsfrei durchkomme, ist sicher einiges möglich und ja, werde alles dran setzen, dass ich dann in Oberstdorf um Medaillen mitkämpfen kann. Jetzt allerletzte Frage, weil ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, die unangenehmsten Fragen immer ganz hinten anzustellen. Wie sehr stört es dich denn, dass man, sobald man den Namen Theresa Stadlober auf YouTube eingibt, man sofort auf das Dilemma von Olympia 2018 stößt? Ja, das gehört einfach zu mir dazu. Ich habe den Fehler gemacht und ich kann eigentlich gut damit umgehen, habe damals auch schon gut mit dem umgehen können. Es ist passiert, es ist mir ein Fehler passiert, Fehler sind menschlich. Habe aber wegen dem noch mit Olympia eigentlich noch eine Rechnung offen, also Peking ist auch noch ein großes Ziel von mir. Also, damit hast du sehr elegant die Kurve gekratzt und das Ganze wieder ins Positive gewendet. Wenn es dir irgendwie hilft dabei, wir werden kräftig die Daumen drücken, damit du deine Karriereziele erreichst. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute, Theresa Stadlober. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.